endlich die lang ersehnte Haarroutine. Und das ist nicht nur eine Haarroutine, sondern auch, wie ihr schnell lange und gesunde Haare bekommt. Ich würde nicht sagen, dass ich unbedingt die längsten Haare habe, aber sie sind auf jeden Fall in dem letzten Jahr sehr gut gewachsen. Und ja, deswegen will ich euch heute einfach mal so meine Tipps weitergeben, wie ich das denn geschafft habe. Und ja, natürlich die Haare, wie man beginnt, Haare waschen. Und ja, ich wasche meine Haare jeden Tag. Nicht zu empfehlen, fangt erst gar nicht damit an. Wenn ihr gut damit klarkommt, eure Haare jeden zweiten Tag zu waschen, dann macht das. Ihr braucht eure Haare wirklich nicht jeden Tag waschen. Jedoch habe ich sehr fettige Haare. Das kann ja sehr an halt meinem Alter liegen. Mit 14 hat man das oft, dass die Haare entweder extrem trocken oder extrem fettig sind. Und ja, also ich habe halt schnell fettende Haare mit nicht sehr trockenen Spitzen, mittlerweile nicht mehr, da ich halt die richtige Pflege gefunden habe und auch meine richtige Routine. Und ja, da muss auch jeder einfach für seine Haare selber entscheiden, was ihr denn für Haare habt. Ihr müsst eure Haare so selber finden. Dazu braucht man nicht unbedingt lange. Ich habe so in den letzten 2-3 Jahren habe ich so meine Haarroutine gefunden. Und die wollte ich euch jetzt heute einfach mal vorstellen. Und zwar beginnen wir ja mit dem Haarewaschen. Bei mir ist es ja jeden Abend. Und zwar benutze ich von Pantene Pro V das Shampoo für feines Haar. Und zwar heißt das schwerelose Pflege, weil das ist silikonfrei. Und ja, ich kann das auf jeden Fall sehr empfehlen, dass es bei mir, bei meinen sehr, sehr feinen Haaren wirklich nicht besonders schwer ist. Ich kenne Shampoos, die haben einfach, die fühlen sich schon so schwer an beim Waschen und die Haare, die fühlen sich davon einfach nur sofort schon wieder fettig an. Und von dem hier ist das wirklich nicht. Und das kostet, glaube ich, so 3 Euro beim DM oder Rossmann. Und da ist auch ein Tipp von mir, wascht eure Haare bitte, bitte abends. Ihr braucht eure Haare nicht morgens waschen und dann zu föhnen, weil es ist einfach unnötig, wenn ihr eure Haare einfach über die Nacht trocknen lassen könnt. Deswegen macht das am besten nicht so, dass ihr sagt, nee, ich habe jetzt heute Abend keinen Bock, meine Haare zu waschen. Doch, ihr macht das einfach, weil sonst müsst ihr die morgens waschen und dann müsst ihr die wieder föhnen. Und das wollen wir natürlich nicht, deswegen benutzen wir Shampoo abends. Plus, ich benutze immer noch eine Spülung. Ich bin langsam von der Kur weg. Ich finde, Kuren bringen wirklich nichts. Die machen dann so einen Moment, oh, meine Haare sind weich. Und wenn man die Kur dann einmal nicht benutzt, dann sind die Haare sofort wieder total trocken, obwohl sie es eigentlich davor nicht waren. Also bevor man überhaupt erst mit der Kur angefangen hat. Deswegen bin ich nur bei der Spülung. Und zwar habe ich da eine sehr, sehr günstige von Balea, also von der Eigenmarke von DM. Und zwar ist das die Oil Repair Spülung, die ist auch ohne Silikone. Und mir ist mal aufgefallen, dass es beides ohne Silikone, also wer darauf achtet. Ich bin nicht so der Mensch, der sonderlich darauf achtet, deswegen, naja, aber das ist jetzt mal Zufall, funktioniert ab. Ich habe mir das neu gekauft bei Lush und zwar ist das das Rehab Shampoo, so sieht das aus, das habe ich euch schon in einem Haul gezeigt. Und ja, ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich es finde. Ich benutze es immer so einmal in der Woche etwa einmal, um meine Haare wirklich den ganzen Schnodder rauszukriegen, den man mit diesen Styling-Produkten bekommen hat. Mit dem geht das wirklich alles raus. Danach fühlen sich die Haare sehr sauber an. Ist wirklich wie poliert. Natürlich lasse ich meine Haare dann einfach Luft trocknen, um sie nicht noch unnötig zu strapazieren. Man kann sie einfach gut über die Nacht trocknen lassen. Deswegen muss das schon das Föhnen wirklich, wirklich nicht sein. Dann benutze ich abends nach dem Haarewaschen, wenn sie noch nass sind. Meistens benutze ich dann diesen pinken Haarturban von Primark, gibt es den. Wenn die Haare dann schon leicht getrocknet sind, verwende ich dann so ein paar Produkte für die Haare. Die wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Und zwar zwei Produkte, die ich wirklich ohne irgendwelche Zweifel empfehlen kann. Das ist einmal von Schwarzkopf, diese Schauma Cotton Fresh, diese Sprühpflege. Die gebe ich mir dann immer in den Ansatz und ich glaube, die gibt es für 1,99 beim DM oder Primark. Bei Primark, nein, bei Rossmann. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Und das ist halt für leicht bis sehr fettiges Haar. Einfach so, um die Haare ein bisschen länger frisch zu halten. Da steht 48 Stunden frische. Ist bei mir nicht so, aber ich meine, das hilft schon so ein bisschen, dass die sich ein bisschen frischer anfühlen auch. Und ja, das mag ich wirklich sehr gerne. Ist auch wieder fast leer. Das ist schon meine zweite Packung. Und ein neues Produkt, was ich jetzt für mich entdeckt habe, ist von Dove Hair Therapy. Dieses Diese Reparaturpflege von Dove und zwar ist das neu, das ist so ein Kurfluid mit Aktivreparaturserum und es macht Spliss unsichtbar und verleiht sofortige Geschmeidigkeit. Ich habe da wirklich keine Kritikpunkte dran,
Außer leider der Preis, es kostet 4,45. Ich habe das jetzt etwa 2 Monate, benutze das so ungefähr nach jeder zweiten Haarwäsche und es ist jetzt schon bis hierhin leer. Aber wenn ihr eure Haare nicht so oft wascht wie ich, dann wird es auch nicht so schnell leer gehen. Und das Versprechen ist 80% weniger Spliss nach 3 Anwendungen. Kann ich nicht genau bestätigen, ich kann ja nicht genau meine Prozent Spliss da abrechnen. Aber ja, auf jeden Fall hat es auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wirkung. Die Haare werden gesund und endlich wachsen sie wieder. Und ja, auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir mal schreiben könntet, ob das bei euch funktioniert. Das ist auch neu, wie ihr hier sehen könnt. Da gibt es auch Shampoo von dieser Serie. Das habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert, würde ich aber sehr, sehr gerne mal machen. Und ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob das mit Silikone ist. Aber ich glaube schon, denn da steht da nicht drauf. Aber da habe ich auch irgendwie kein Problem mit. Ich habe gar kein Problem mit Silikon. Hauptsache, die Produkte funktionieren und das tut es. Und deswegen kann ich euch das nur empfehlen. Geht in DM und kauft euch dieses Zeug. Wenn es nicht funktioniert, tut es mir leid. Bei mir ist es aber wirklich der Hammer. Jetzt bei diesem Wetter verwende ich auch sehr gerne von Zanozon, also von der Eigenmarke von Rossmann, das Hartschutzspray. Und zwar ist das halt mit UV-Schutz und das schützt die Haare einfach vorm Austrocknen. Ich finde auch sehr wichtig, auch genauso wie die Haut, auch die Haare zu schützen, da die natürlich nicht von der Sonne geschädigt werden sollen. Oder ich habe hier noch was anderes von Balea, das Oil Repair Haaröl. Finde ich ganz okay, benutze ich immer, wenn meine Haare halt trocken sind und dann einfach für so ein bisschen, damit die ein bisschen gesünder aussehen, damit die ein bisschen mehr glänzen. Und ja, dafür ist es ganz okay. Ihr seht, ich habe das auch schon relativ lange, ist nicht sehr teuer. Und ja, hält eigentlich ganz gut. Ich finde aber nicht, dass das die Haare wirklich dauerhaft gesund macht. Ich glaube, das ist eher nur so ein, ja, so zum Stylen oder so. Ich lock die dann so ein bisschen damit ganz gerne. Was? Kitty wollte eigentlich rein, aber Kitty! Jetzt Ey! Die hat heute Morgen meinen Fuß abgeleckt. Soll ich so deine Haarroutine? Ja. Okay, ich gehe dann mal. Okay, tschüss. Das schneide ich raus. So zum Allgemeinen, da verwende ich zum Durchbürsten diese Primark-Bürste hier. Das ist diese Petal Brush. Da wollte ich schon ganz lange so eine. Die kostet ja auch nur 2 Euro oder so. Ich habe ja extrem dünne und feine Haare und dann ist man einmal drüber und fertig ist. Und das mag ich wirklich sehr, sehr gerne an dieser Haarbürste. Die ist auch so schön rosa. Ich meine, was ist an dieser Bürste bitte nicht schön? Ne? Kitty findest du auch, ne? Ja, und was ich euch nochmal fragen wollte, mein Glätteisen ist ja von Grundig, dieses Glam-Style hier. Das habe ich sogar in all meinen ersten Videos benutzt. Ganz schön peinlich. Ich verlinke euch das hier. Das ist das Tutorial Locken mit dem Glätteisen. Oh, schrecklich dieses Tutorial, oder? Ich glaube, ich muss euch mal ein Update machen. Ihr könnt mir gerne mal sagen, falls ihr möchtet, dass ich das mal mache. Und was ich zu diesem Glätteisen sagen kann, es ist sehr billig. Es kostet 30 Euro und das hört man auch. Allein schon, wenn man dieses Glätteisen hier hat, wenn man es anmacht, ist es einfach alles extrem billig. Und ich glaube, wenn das hier kaputt geht, kaufe ich mir auch auf jeden Fall ein anderes. Aber so zum Start ist es wirklich okay. Ich benutze es halt immer noch und ich sehe es nicht ein, mir ein neues zu kaufen, weil noch funktioniert es ja. Und ich werde das so lange benutzen, bis es kaputt geht. Weil es ist pink und es hat Glitzersteine drauf. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie ihr lange gesunde Haare bekommt. Ich weiß nicht, ob es bei euch mit meinen Tipps funktioniert. Auch sehr, sehr wichtig, benutzt selten euer Glätteisen. Bei mir ist es so, wenn ich es mal benutze, das ist wirklich höchstens 6 Mal im Monat. Öfter benutze ich das wirklich nicht. Haare föhnen kommt momentan leider öfter vor, will ich aber auch wieder sehr, sehr schnell wieder wegbekommen. Da meine Haare sind dann auch immer so total wieder fuselig und alles steht ab und das hasse ich auch am Haare föhnen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch dieses Video weitergeholfen hat. Also mein Haupttipp dieses Videos war auf jeden Fall dieses Zeug. Das ist wirklich das Beste, was es gibt und ich hoffe, ihr probiert das alle aus. Und ja, ihr könnt mir dann mal eure Erfahrungen sagen und machen wir mal ein Instagram-Hashtag raus. Ihr könnt mir eure Haarroutine zeigen mit dem Hashtag Ilonas Haarroutine-Video. Boah, voll der schöne Hashtag, oder? Überlegen wir was Neues. Hashtag Ilonas Hair. So, das ist jetzt der Hashtag. Und da könnt ihr mir mal eure Haarroutine zeigen und dann könnt ihr mir auch mal eure Meinung zu dem hier sagen. Das könnt ihr mir dann auf Twitter auch gerne schreiben. Ich hoffe, ihr folgt mir da alle schon. Auf Facebook könnt ihr mir natürlich wie immer, immer gerne schreiben. Ich habe dann eine Like-Seite. Ich antworte nicht wirklich oft auf die Nachrichten. Etwas sehr Wichtiges, was ich euch nochmal sagen wollte, es schreiben mir so, so viele Leute. Ja, du machst ja gerne diese Video, also so Kooperation. Wollen wir das nicht mal machen? Und ich weiß nicht, ob euch ein Video zu dem Thema Kooperation interessieren würde, da viele, glaube ich, den Sinn von Kooperation noch nicht ganz verstanden haben. Weil mir schreiben dann manchmal welche mit 20 Abos und dann
Wisst ihr, was ich meine? Also ich helfe natürlich, ich würde natürlich gerne Neulingen helfen. So ist es natürlich nicht. Ich meine, wir alle waren mal neu. Jeder Anfang ist schwer, weiß ich. Aber man kann nicht einfach erwarten, dass man einfach kommt. Ich habe noch nie ein Video gesehen und dann kommt man, hey, wollen wir eine Kooperation machen? Ich finde, man sollte erstmal, ja, Werbung machen unter Videos, finde ich auch nicht so toll. Ihr könnt mir bitte einfach nur schreiben, du kannst mal bei mir vorbeischauen, ich bin neu. Entweder ich schaue vorbei oder nicht, aber wenn ich es mache, gefallen mir vielleicht eure Videos, ich abonniere euch. Und wenn ich euch dann länger gucke, dann können wir gerne mal eine Kooperation machen. So ist es ja nicht. Aber wenn ihr mir einfach neu schreibt, wollen wir eine Kooperation machen, dann schaue ich auch erst gar nicht vorbei. Weil das ist einfach, ne, Entschuldigung, aber das kommt jetzt wahrscheinlich ein bisschen dumm. So, ja. Ihr könnt mir natürlich immer gerne schreiben, aber bitte nicht sofort, hey, wollen wir eine Kooperation machen. Jeder Anfang ist schwer. Ja, ich weiß, aber man kann nun mal nicht jedem helfen. Ich kann nicht euch alle in einem Share-the-Love-Video empfehlen. Ich kann für euch alle nicht ein einzelnes Video machen. Ich kann gerne mal sowas wie My Style in Fashion gemacht hat, Watch Me. Aber My Style in Fashion hat ja eine ziemlich große Abonnentenanzahl. Ich weiß nicht, ob sich das bei meinen Abos lohnen könnte oder würde. Ihr könnt mir das ja gerne mal schreiben, ob ihr Interesse an sowas hättet. Und ja, ich hoffe, ihr versteht mich in dem Thema mit den Kooperationsnachrichten, weil es wird einfach nach einer Zeit, da hat man auch einfach gar keinen Bock mehr auf solche Kooperationen. Ja, also wenn ich euch gucke und so, gerne. Das war's dann jetzt mit diesem Haarroutine-Video mit meinen Haaren. Und es kommt auch noch bald ein Extensions-Video. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das als nächstes oder übernächstes Video kommt. Und ihr seid ja schon alle ganz gespannt. Oh mein Gott, du bist 14 und trägst Extensions. Alle mal ein bisschen schön, okay. Alles wird gut, alles wird gut. Was ich auch sehr lustig fand, war dieser Kommentar. Ich gebe dir nur als Tipp, das nicht zu tragen. Oder das fand ich ja nicht so schlimm, sondern trag das nicht. Das sieht total unnatürlich aus. Nein, ich hatte die Extensions dann noch neu, waren ungefähr. Was denn jetzt mit diesem Haarroutine-Video? Ich hoffe, dass es euch weitergeholfen hat. Und das war jetzt ein bisschen viel Gelaber am Ende. Ich hoffe, dass es trotzdem okay von der Länge her war. Und dann sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder. Gesundes Erstsehen. Gesund. Seht ihr?